Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Aufgabe 3 von der Klausur Wintersemester 21/22 an. Geben Sie alle Lösungen der Gleichung z hoch 4 gleich 12 an und stellen Sie die Lösung in der gaußschen Zahlenebene dar. Den Rest gucken wir uns in der Aufgabe gucken wir uns gleich an. Also wir haben z hoch 4 gleich 12. Das erste, was wir machen, ist, wir wandeln das in Polarkoordinaten um. Also in Polarkoordinaten. Umwandeln. Schreiben wir z hoch 4 in Polarkoordinaten. Oder sagen wir erstmal z in Polarkoordinaten ist einfach r mal e hoch i phi. Und damit gilt für z hoch 4 das Ganze e hoch 4. Ich kann jeden Faktor einzeln hoch 4 rechnen, also r hoch 4 mal e hoch i phi mal 4. Okay, das ist erstmal der vordere Teil. Jetzt wollen wir die 12 auch noch umwandeln. Also 12 in Polarkoordinaten. Was machen wir da? Wir können einmal sagen, wir rechnen den Radius und wir müssen den Winkel berechnen. Der Radius ist klar, das ist die Zahl 12, also ist der Radius gleich 12. Man sagt auch Radius Betrag von z. Ne? Beträge. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, wie rechnet man Beträge aus? Wenn ich jetzt zum Beispiel 3 plus 4i habe und davon den Betrag rechnen möchte, dann wäre das 3 Quadrat plus 4 Quadrat zur Wurzel. Hier in dem Fall steht halt nur die 12 da, deswegen 12 Quadrat zur Wurzel und das ist halt 12. Okay, das ist also erstmal der Radius. Jetzt brauchen wir noch den Winkel, ne? Hier das Phi. Wie machen wir das? Für x größer 0, ne, wir haben jetzt 12, ist es einfach a Cotangens von y durch x. Das heißt hier phi ist gleich a Tan von 0 durch 12 und das ist 2k. Also Winkel Phi 2k Pi. Ja, wenn wir das in den Taschenrechner eingeben, kommt da 0 raus. Wir wissen aber alle 2 Pi wieder. Sind wir einmal komplett den Kreis rum und wir kommen wieder auf 2, auf 0. Ja? Immer wieder auf 0, alle 2 Pi. Gut, damit können wir z hoch 4 schreiben. Ist e hoch 4 mal e hoch i Phi 4. Gleich die 12 in Polarkoordinaten ist einfach 12 plus, ne, e hoch i mal den Winkel, mal, natürlich nicht plus, mal e hoch i mal den Winkel 2k pi. Ne, also die 12 mal e hoch i und für den Winkel 2k pi. Okay, dann wissen wir, dass hier ein Gleichheitszeichen steht und dass links und rechts vom Gleichheitszeichen das Gleiche stehen muss. Das heißt, r hoch 4, also das, was vor dem e steht, muss dementsprechend, was hier vor dem e steht. Also können wir sagen, r hoch 4 gleich 12 und das ist dann einfach r gleich vierte Wurzel von 12 oder 1,8612. Dann wissen wir aber auch, das, was hier steht, muss dementsprechend. Ne? E hoch i mal phi Viertel gleich e hoch i 2k pi. Also muss phi mal 4 gleich 2k pi sein. Schreiben wir auf. 4 phi ist gleich 2k pi. Dann teile ich das durch 4. Und dann weiß ich, der Winkel ist k mal Pi halbe. Und damit habe ich die Lösung. Z ist gleich Wurzel 12, vierte Wurzel 12, mal e hoch i k mal Pi halbe. Das ist die allgemeine Lösung. Wir müssen jetzt für
einen Kreis, also von 0 bis 2 Pi, wollen wir jetzt einmal alle Lösungen finden. Das ist einmal für k gleich 1, habe ich es jetzt hier gemacht. Also z1 ist gleich 3, vierte Wurzel von 12 mal e hoch i mal Pi halbe. Das kann man auch noch ein bisschen anders aufschreiben. Bevor wir das machen, zeichne ich schon mal die Lösung. Wir sollen die auch darstellen. Was wissen wir? Die Lösungen liegen auf jeden Fall alle auf einem Kreis mit dem Radius 1,8612 oder vierte Wurzel von 12. Auf dem Radius liegen alle Lösungen. Hier ist der Kreis. Und auf diesem Kreis mit dem Radius vierte Wurzel von 12, 1,8612, liegen die Lösungen. Und die Lösung Z1 liegt bei einem Winkel von Pi halbe. Pi halbe tragen wir mal an. Hier, das ist Pi halbe. Die Lösung liegt also genau hier. Das ist Z1. Hier liegt Z1. Und damit ist der Wert ja nichts anderes als i mal vierte Wurzel von 12. Also kann ich auch schreiben, statt dem, was ich da stehen habe, vierte Wurzel von 12 mal Z2. Wir machen wieder das gleiche. Vierte Wurzel von 12. Also hier sind wir. Vierte Wurzel von 12 mal e hoch minus 2 Pi halbe. Also e hoch minus Pi. Vierte Wurzel von 12 mal e hoch i Pi. Wo befinden wir uns jetzt? Wir haben einen Winkel von Pi. Also von da nach da. Winkel von Pi. Und Z2 ist genau hier. Das heißt, e hoch i Pi ist nichts anderes als minus 1 und damit ist die Lösung minus vierte Wurzel von 12. Z3, hier eine 3 eingesetzt, 3 Pi halbe also, das heißt vierte Wurzel von 12 mal e hoch i 3 halbe Pi. Auch hier, wir haben einen Winkel von 3 halbe Pi. Wir gehen also von da nach da und sind bei Z3 hier. Damit wissen wir, wir sind hier bei minus i mal vierte Wurzel von 12. Also minus vierte Wurzel von 12 mal i. Dann noch Z4. Da setzen wir für k 4 ein. Dann sind wir bei vierte Wurzel von 12 mal e hoch i 2 Pi. Wir gehen also einen kompletten Kreis 2 Pi und damit ist das unsere vierte Lösung. Und e hoch i 2 Pi entspricht gleich 1, also ist die Lösung einfach vierte Wurzel von 12. Wir hätten auch für k0 einsetzen können, dann wären wir bei vierte Wurzel von 12 mal 1. Das wäre genau die Lösung Z4. Ne? Wenn wir hier für k5 einsetzen, würden wir wieder hinkommen, für k6 wieder hier, für k7 hier, für k8 wieder hier und so weiter. Ne? Das wird immer wieder kehren. Okay, das war der erste Aufgabenteil. Jetzt steht hier noch: Skizzieren Sie des Weiteren die Menge Z-Element C mit 1 Betrag kleiner z kleiner 2. Welche der Lösungen der Gleichung z hoch 4 gleich 12 liegen innerhalb dieser Menge? Gut. Auch ohne dass wir die ersten Aufgabenteile bearbeitet haben, wüssten wir sofort, die Lösungen liegen ja alle auf einem Kreis mit dem gleichen Radius. Das heißt, entweder liegen alle in diesem Bereich oder gar keine Lösung liegt in diesem Bereich.
Das wissen wir jetzt schon. Jetzt skizzieren wir das mal. Wir haben hier z zwischen 1 und 2, der Betrag von z zwischen 1 und 2. Also egal was für ein Winkel, z ist immer 1 und z ist immer 2. Wir haben also Kreise mit dem Radius 1 und dem Radius 2. Also das wäre jetzt zum Beispiel mein Kreis mit dem Radius 1, r gleich 1. Das ist mein Kreis mit dem Radius 2. Ja. Soll ein Kreis sein. Kann man sich, glaube ich, vorstellen. Und wir sehen, innerhalb dieses Kreises, dieser beiden Kreise, liegen alle Lösungen. Also können wir aufschreiben. Alle Lösungen liegen in der Menge 1 kleiner z kleiner